So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Singed. In unserem Team Kritty Slick, lang nicht mehr gesehen, mit Karma in der Mitte. Zombeljahn mit Woolybear im Jungle, Dazzalgin mit Officer Caitlyn und Elrana mit Taric. Im Gegnerteam haben wir Nasus auf der Toplane gegen uns. Das wird cool. Lee Sin im Jungle, Twisted Fate in der Mitte, Ezreal Katarina auf der Bottomlane. Dieses Spiel ist jetzt von gestern Abend. Eigentlich sollte jetzt ein anderes Let's Play kommen. Achtung Spoiler, eigentlich sollte jetzt ein Jarvan Let's Play kommen. Aber ich spiele Jarvan im Jungle. Und da wir jetzt schon drei Jungler in a row hatten, wollte ich jetzt euch es nicht antun, noch einen Jungler jetzt direkt zu nehmen. Der Jungler wird jetzt das nächste Mal kommen. Danach versuche ich nochmal irgendwas Mitte, Bottomlane, irgendwas zu tun. Wie gesagt, also ich wollte es euch nicht antun, nochmal ein Jungle-Video jetzt erstmal zu machen, sondern deswegen bin ich diesmal auf die Toplane gegangen und habe dieses Let's Play hier vorgezogen. So. Wir spielen, wie gesagt, Singed. Was kann Singed? Singed Passive ist verstärktes Bollwerk. Und zwar für jeweils 10 Mana erhält Singed nochmal zusätzlich Leben. Das ist cool, weil umso mehr Mana ihr habt, umso mehr Leben habt ihr. Umso mehr Leben ihr habt, umso länger lebt ihr. Das ist, also ihr stackt sowieso Singed wegen dem Q, das werde ich euch gleich erklären. Mana ohne Ende und Mana Rack. Und da ist es cool, noch Leben dabei zu bekommen. Das heißt, ich werde tanky ohne Ende. So, als erstes habe ich den Q geskillt. Giftspur. Das ist eine aktivierbare Fähigkeit. Und zwar ist es hierbei so, dass ihr pro Sekunde 13 Mana bezahlen müsst. Das ist am Anfang relativ viel. Nachher interessiert es euch überhaupt nicht mehr, dann könnt ihr es anlassen. Also so, ihr müsst pro Sekunde Mana bezahlen. Also nicht 13, geht nachher noch ein Stück hoch. So, hat eine Sekunde Ablehnzeit. Und dabei ist es dann so, dass hinter Singed eine giftige Spur gezogen wird, die pro Sekunde magischen Damage macht. Das ist auch der Grund, warum man sagt, never chase Singed. Das werdet ihr nachher sehen. Ihr werdet nachher sehen, was passiert, wenn man einem Singed hinterherläuft. Es ist nämlich ziemlich dämlich. So, da hat man es gerade gesehen, diese grüne Wolke, das ist mein Gift. Noms, 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 noms. Und immer schön die Gegner mit einhalten. Singed ist ein Champion, der verschiedene Strategien hat, die sonst kein anderer Champion hat, in meinen Augen. Weil, ihr seht, Nasus geht hier richtig hart ran. Ja? Ignited mich schon. Ich mache jetzt noch meinen Ghost an, um ihn wegzukiten, weil er halt Angst vor meinem Gift hat. Was ich durchaus verstehen kann. Aber Singed ist halt wirklich ultra geil. Singed habe ich das erste Mal gespielt, da habe ich mit einem Twink, also mit einem kleineren Account von mir, habe ich gespielt als Supporter für eine Ashe. Habe ich neulich jetzt in einem Bot-Game nochmal gemacht und ich muss sagen, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Weil die restlichen Fähigkeiten von Singed machen ihn wirklich zu einem Supporter, den man auch spielen kann. Das Problem dabei ist, Singed wird erst richtig krass durch seine Items. Ja? Also, die Stärke von Singed liegt in seinen Items und in seinem Gift, was am Anfang im Early Game halt richtig krass böse Damage drückt. Nachher seid ihr nur noch ein Tank, der dumm rumläuft. Aber gucken wir uns die Fähigkeiten weiter an. Als zweites habe ich den Fling oder auch Schleudern geskillt.
Schleudern oder auch Fling besagt, dass ihr... Oh, das wird knapp. Zum Glück hat er keinen Ignite. Aber ihr seht, er rennt mir hinterher und verliert Leben dadurch. Ohne Ende. Schleudern habt ihr jetzt schon mehrfach gesehen. Und zwar greift, zinscht sich einen Gegner. Ihr könnt das auch bei Minions machen. Das heißt, ihr müsst damit wirklich aufpassen, wen ihr damit nehmt. Schön. Nicht so schön. Aber okay. Ihr müsst wirklich aufpassen, wen ihr damit zielt, sage ich mal. Und... Oh, das ist wiederum schön. Ihr schmeißt den Gegner dann nach hinten. So ähnlich wie bei Wulibär. Aber Wulibär muss ich euch noch erklären, das habe ich noch kein Let's Play zu, fällt mir auf. Muss ich auch nochmal junglen. So viele Jungler. Auf jeden Fall, mit Wulibär ist es sehr, sehr cool, weil ihr könnt die Gegner wirklich durch die Gegend flippen. So. Dabei muss man jetzt sagen, wir haben mit Karma einen Stun, wir haben mit Taric einen Stun, wir haben mit Caitlyn einen... Ja gut, ich weiß nicht, ob man Stun nennen kann, aber wir haben eine Fähigkeit, die ebenfalls die Bewegung einschränkt. Wir haben mit Wulibär einen Flip, wir haben mit mir einen Flip, das heißt, die Katharina hat keinen Bock. Und die hat auch kein schönes Leben. In diesem Spiel überhaupt nicht. So, das macht halt noch ein bisschen magischen Damage, dieser Fling. Und, ja. Ihr seht, ich mache mit Singed relativ wenig Auto-Attacks an sich, sondern gehe eher hin und versuche mit dem Gift etwas zu tun. Versuche eher mit dem Gift zu agieren und eher mit dem Gift was zu machen. Gift ist auch der Skill, den ich jetzt erst durchskille übrigens. Und Schleudern ist hier im Normalfall der zweite. Hin und wieder setze ich mal, wenn ich merke, wenn ich den Nasus spiele oder wenn ich gegen den Mundo spiele oder merke, der Gegner hat auch einen Slow. Dann ist es so, dass ich relativ häufig, sag ich mal, wirklich auch noch einen zweiten Punkt in diesen... Ach nee, warte mal. Kann ich wahr. Das erzähle ich, glaube ich, gleich. In den W-Skill setze. Der W-Skill, den haben wir hier. Das ist der Skill, den ich auf Stufe 3 skille. Den habt ihr jetzt auch schon mehrfach gesehen. Das ist der Mega-Kleber. Mit dem Mega-Kleber habt ihr einen Slow. Übrigens hier saucoole Aktion jetzt. Bam, tot. Und hier habe ich jetzt keinen Mana mehr für den Flip. Sonst hätte ich ihn geflippt. Hätte der Wulibär ihn flippen können, dann hätten wir einen Double-Flip gehabt. Wuhu! Der Megakleber ist so diese braune Flüssigkeit, die ihr manchmal so auf den Boden raufschmeißt. Also, die, wenn ihr den Skill aktiviert, macht ihr so eine braune Flüssigkeit auf den Boden. Und dann ist es so, dass dieses Feld für 5 Sekunden bestehen bleibt. Und ihr dann alle Gegner, die nur damit in Berührung kommen, ja, 35% geslowt sind. Den Slow, der geht noch ein bisschen hoch. Genau, die Mana-Kosten, die Abklingzeit gehen runter, aber egal. Und wenn man aus dem Wirkbereich raus ist, also außerhalb dieses Klebers dann steht, dann gilt das nur noch für eine Sekunde. Aber es reicht meistens, um eben auf der Top-Lane wegzukommen. Ihr klebt hier zu oder dazu oder klebt hinter euch und könnt dadurch halt gut entkommen. So, das Problem ist natürlich, ich spiele gegen einen Nasus. Nasus ist zwar Nahkämpfer, aber Nasus hat den Punkt, dass er, ich sag mal, durch den Lifestyle viel wiederherstellen kann. Ja. Und er hat wirklich, ich sag mal, die Fähigkeit, gut zu entkommen mit dem Slow euch. Ihr seid ein Champion, ihr braucht Lauftempo. Aber jetzt nicht die 5er Boots, weil die 5er Boots sind für Jungler sehr, sehr wichtig, die innerhalb des Jungles sehr, sehr schnell laufen oder sehr schnell auf eine Lane laufen müssen. Ihr braucht das Lauftempo durchgehend. Am besten das Höchste, was geht. Zumindest ohne wirklich großartig Verlust von euren Skills oder eurem, von euren Skills zu machen. Das Problem dabei beläuft sich dann darauf, wenn ihr jetzt nur auf Lauftempo gehen würdet, würdet ihr relativ wenig Damage, sag ich mal, drücken. Und würdet dadurch halt auch nicht sehr tanky. Weil es gibt sehr, sehr wenige Items, die für Tanks annehmbar sind, die ebenfalls für Singed an sich auch nützlich sind. So,
Vom Famir 40 zu... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich sehe es gerade. Es tut mir leid. Ich vergesse es immer, immer häufiger. Fulibär gegen den. Mitte der gegen den. Da der gegen den. Okay. 40 zu 30. Das Problem ist halt... unser kleiner Nasus hier skaliert halt sehr, sehr gut. Eben mit Farm. Aber mit dem Kuhfarm. Und da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, da, wenn man sich das jetzt... Oh. Gar nicht wahr. Er ist ja. Er ist ja. Wenn ich mir das jetzt angucke, farmt er den Kuh schon... Na gut, 27 jetzt nicht die Härte. Aber es ist da. Gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Leben gekauft. Ich habe die Träne, wie gesagt, baue ich mir als allererstes. Weil sie gibt am Ende 750 Schrägstrich mit Stab des Seraphim 1000 Mana. Was euch wiederum, wer rechnen kann, 250 Leben einfach so mal gibt. Einfach drauf gibt, weil es kann. Da habe ich kurz den Ward gepinkt. Und das ist halt sehr, sehr cool. Hat der Geist dabei? Nee, was hat er denn gerade aktiviert? Hä? Keine Ahnung. Mit Zinch könnt ihr halt auch relativ gut die Gegner früher oder später weghalten. Und... Ach jo. Zinch ist relativ chillig. Ist ein chilliger Champion. Weil ihr wirklich nur euer Gift anhabt und lauft. Wenn es zum Kampf kommt, flippt ihr hin und wieder nochmal... Und da sieht man jetzt zum Beispiel den Flip und den Kleber auf ihn drauf. Dadurch hat er halt üble Probleme. Und ja. Das Coole ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei jedem Champion so ist, der eine Fähigkeit dauerhaft aktiv lassen kann. Also bei Katus zum Beispiel auch. Das weiß ich jetzt persönlich gerade nicht. Das müsste ich nachschauen. Und zwar, wenn ihr die Träne habt und ihr habt euer Q laufen, wird die Träne automatisch gestackt. Wie cool ist das denn? Also wie gesagt, ich flinge halt hin und wieder und laufe. Und laufe. Und ihr seht halt, der Lee Sin läuft mir hier hinterher. Hat mich sogar getroffen. Und wenn ich jetzt mein Gift aktiviere, läuft er mir nicht mehr hinterher. Weil man läuft einem Singed nicht hinterher, der sein Gift anhat. Im Normalfall haben Singed relativ viel Lauftempo. Also ihr habt gesehen, ich spiele mit den Take-off-Zief-Runen und so weiter. Da sind 4,5 Lauftempo drin. Da wollte ich jetzt noch den Ward setzen, Gift anmachen und weglaufen. Auch wenn ich hier jetzt noch versuche, irgendwas zu tun. Aber daher, der Flip war in die verkehrte Richtung. Hätte ich zum Wulibär geflippt, hätte der Wulibär wahrscheinlich den noch gekriegt. Und hätte jetzt nicht einen Kill an den Nasus abgegeben. Und hier Karma dürfte eigentlich nicht wirklich viel Chance haben, weil es ist ein Lee Sin und der jumpt halt rum. Zum Spiel selber steht 5 zu 8. Wir stehen 1 als 0. Wir sind 1600 Gold hinten. Das ist in der Phase noch relativ annehmbar. Sag ich mal. Und... Ja. Der Twisted ist halt mit 5-0-1 richtig hart. Vor allem bei Karma. Seit dem Rework sind Leute immer wieder am Schauen, wo man Karma hinsetzen kann. Ich habe Karmas im Jungle gesehen. Ich habe Karmas auf der Top gesehen. Mittlerweile scheint sich Karma in der Mitte durchzusetzen. Habe ich sie auch schon gespielt. Ganz am Anfang, als sie rauskam, weil ihre Skills halt sehr schwer nach Midchamp klingen. Aber alles in allem... Sie ist nirgends mehr gut. Also nirgends mehr so, dass man sagt, da gehört sie hin. Das ist sie. So wie früher, wo man einfach gesagt hat, jawohl, sie ist ein Supporter. Sie kann heilen, sie kann shielden, sie kann schneller machen. Das ist Support-Skill. So. Und jetzt werdet ihr etwas sehen, was ich ab jetzt immer wieder tun kann. Ich bin mittlerweile tanky genug. Gut, der Nasus versucht halt hier den Farm aufzuholen, ganz klar mit den Golems. Aber ich bin mittlerweile tanky genug, das Singed zu machen. Das Singed bedeutet, ihr lauft zwischen die Türme. Ja. Und fangt an, zwischen den Türmen zu farmen. Und fling. Dieses zwischen den Türmen farmen ist sehr, sehr gefährlich. Funktioniert im Endeffekt auch meistens
Nur wenn ihr sowohl eure Ulti als auch Ghost habt oder Flash zum Wegkommen. Aber im Endeffekt ist es aus einem Grund her sehr, sehr stark. Und zwar, ihr habt den Vorteil. Das wird ganz, ganz böse. Ich sehe es. Verkehrte Richtung geflippt und jetzt denke ich mir, komme ich durch den Jungle weg? Aber nee, komme ich nicht. Oder? Nee. Komme ich vielleicht doch? Auf jeden Fall ist dieses Cinched-Ding, was ihr tut. Ja, ich erinnere mich. Das ist jetzt ganz, ganz böse. Jetzt erwischen sie uns nämlich hier beim Red Buff, weil ich mir dachte, okay, wir können ja einen Red Buff machen. Aber... Na, das Problem ist jetzt halt... Das ist ein Twisted Fate und Twisted Fate... Gut, für den Woolybear hat es jetzt halt ein bisschen Gold gegeben. Aber... ich weiß nicht, ob es wert war. Und... Na, dieses Cinched-Ding tun wollte ich gerade erklären. Ihr farmt hier oben zwischen den Towern. Also hier. Dadurch kommen alle Minions, die ihr habt, an den Tower dran. Der Gegner, im Normalfall, muss sich also entweder vorne hinstellen und muss anfangen, Lebenspunkte zu verlieren, um eben, ich sag mal, seinen Tower beschützen zu können. Ihr selber habt einen großen Vorteil, weil dadurch, dass ihr euch dauerhaft mit dem Gift bewegt, greifen euch weder die Caster-Minion an und von den normalen Minions kriegt ihr nicht unbedingt den harten Damage, sage ich mal. Und ihr könnt damit wirklich gut farmen, weil ihr kriegt alle Minions. Es gibt kein nichts, dass der das Minion irgendwie von einem anderen Minion getötet wird oder so. Nein, gibt's nicht. Aber was es halt gibt und was halt sehr, sehr krass ist, ist, der Gegner steht dann vorne und muss die Minions alle weiter vorne abhalten. Ihr könnt dadurch ganz, ganz gemütlich hinten alles schön wegziehen und könnt damit richtig schön, ich sag mal, farmen und den Gegner den Tower wegpushen, weil ihr pusht, ohne zu pushen. Wichtig ist halt, dass ihr jetzt nicht wie jetzt gerade den größten Fehler überhaupt macht, da dann wirklich so problemartig und so dumm, sag ich jetzt mal, da wegzulaufen. Und ihr müsst die Minion Wave halt wirklich erstmal von dem Tower wegkriegen. Dadurch kann man auch mal ein paar Tower jetzt fressen. Weil wie gesagt, wichtig ist, dass ihr zwischen den Towern farmt. Da ist der Nasus. Hallo Nasus. Wie geht es dir? Hier sieht man jetzt auch ganz schön, der Nasus muss nach vorne seinen Tower beschützen. Und ich kann jetzt ganz, ganz, ganz gemütlich zwischen den Towern farmen. Nasus kriegt Schaden an seinem Tower, kriegt keine Minions, um weiter zu beschützen. Also hat er die Wahl, entweder kriegt er den Schaden oder sein Tower kriegt den Schaden. Oftmals kriegt sein Tower den Schaden und wie man jetzt zum Beispiel sieht, kann er die Minions gar nicht so schnell abhalten, ohne dass sein Tower zumindest etwas Schaden bekommt. Und dieses etwas Schaden bekommen ist halt genau das, was ihr mit Cinched wollt. Ihr farmt im Endeffekt wesentlich besser, weil ihr habt nicht den Tower, der alle gegnerischen Sachen dann halt weghaut. Das ist jetzt böse. Woolybear weiß ich nicht, warum er jetzt hier ist. Weil im Endeffekt ist es normal, dass in diesem Fall ich hier nicht mehr wegkomme. Da trifft der Kuh jetzt, glaube ich, und dann bin ich tot. Auch wenn er sich da noch teleportiert hätte, wäre ich so oder so tot gewesen. Ja, aber ihr seht den Tower von ihm und ihr seht meinen Tower. Er muss jetzt zurückgehen. Er hat keinen Mana mehr. Er kann sich bestimmt irgendwas kaufen, weil er auch gut gefarmt ist. Also im Vergleich. Und, sein Tower wird weiter Damage kriegen. Immer, immer, immer weiter. Und das teilweise richtig krass. Und deswegen, auf Dauer wird er dadurch ein Problem kriegen. So, steht 8 zu 14. Wir haben uns zwar rangearbeitet auf 600 Gold, aber 5 bis 600 Gold, sagen wir 600, ja. Aber es ist an für sich immer noch nicht gut. Vom Farmtechnischen her stehe ich weit über dem Nasus. Gut, Lee Sin hat den Woolybear jetzt halt eingeholt.
mit 3-7 zu 3-4-0. Karma in der Mitte steht jetzt zwar von Farm her jetzt nicht so schlecht, aber auch von 0-3-0 ist jetzt auch nicht das Beste. Und gut, unsere Caitlyn ist wesentlich besser wie die Ezreal in meinen Augen. Und unser Taric tut sein Taric-Ding. Das heißt Stun und dann war's das. Und ihr könnt das übrigens auch machen, wenn die Gegner gerade nicht da sind. Das heißt, ihr habt gesehen, ein, zwei Tower-Hits und dann laufe ich schon wieder. Dann laufe ich schon wieder den Minions entgegen. Wichtig mit Singed ist, dass ihr eine Sache beherzigt. Ihr müsst herausfinden, wo der Gegner ist. Das dürfte auch nicht klappen im Entkommen. Nein, die sind zu fünft hier oben. Das ist mein Tod. Aber ich habe den Tower gekriegt. Ihr müsst halt immer schauen, die Minion-Waves kommen immer genau parallel. Das heißt, unsere Minion-Wave ist gerade hier in der Mitte. Alle gegnerische Minion-Wave auch. Hier kommt unsere Minion-Wave, da ist eine Minion-Wave. Und ihr müsst halt immer schauen, eure eigene Minion-Wave, Minion-Wave, nicht Mini-Wave, Minion, also die Vasallen, sage ich jetzt mal, auf Deutsch heißen sie ja Vasallen, die Vasallen-Waves kommen immer gleichzeitig raus. Und die kommen auch mal gleichzeitig an. Das heißt, ihr könnt an euren eigenen Vasallen sehen, das gilt eben nicht nur für Singed, das könnt ihr generell machen, könnt ihr an euren eigenen Vasallen sehen, wo die Gegner-Vasallen denn bitte sind. Das ist sehr, sehr praktisch, sehr, sehr cool. Und ich meine, wir stehen jetzt hier mit 1-4-1. Das sieht jetzt für einen Singed nicht unbedingt so das Beste aus, aber das ist normal. Mit Singed dürft ihr euch halt nicht... Und übrigens, go, 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 Partyboss. Und Ezreal tot. Und da versuche ich jetzt auf die Katharina... Oh, die Katharina gibt dir halt übelst auch Damage. Und hier versuche ich jetzt noch irgendwie den Lee Sin reinzuhauen, aber das klappt irgendwie nicht. Und da ist der Nasus, also heißt es für uns Becken. Ich sagte Back. Okay. Unser Taric hat anscheinend... irgendwas war da. Deswegen der Taric so üble Probleme hatte. Ich glaube, er hatte kurze Frame-Einbrüche. Und hatte deswegen das Problem, dass er halt, ich sag mal jetzt, so Aktionen... Labern. Mir fällt gerade auf, ich habe die Ulti vergessen zu erklären. Kann das sein? Bei wenn ja, hole ich das jetzt nach. Und zwar, die Ultimate. Eine starke Fähigkeit. Habe ich auch gerade aktiv. Ihr hört dieses Pieeeee vielleicht. Das ist die, was aus der Flasche. Seht ihr oben drüber, kommt so ein bisschen raus und ihr kleckert so ein bisschen Gift hinter euch her. Und zwar ist das Irrsinnstrank. Ich habe es echt vergessen zu erklären. Und zwar ist es so, dass Singed 25 Fähigkeitsstärke, 25 Rüstung, 25 Magieresistenz, 25 Sekunden lang erhält er Fähigkeitsstärke, Rüstung, Magieresistenz, Lauftempo und Lebens- und Mana-Regeneration alles um 50 erhöht. Das heißt, 50 AP mehr, 50 Lebensregeneration pro Sekunde mehr, 50 Mana-Regeneration pro Sekunde mehr, Fähigkeitsstärke, habe ich schon gesagt, Rüstung um 50 mehr, Magieresistenz um 50 mehr und Lauftempo auch um 50 mehr. Ich kann sein, dass ich irgendwas doppelt gesagt habe, ist aber jetzt scheißegal. Wichtig ist, ihr heilt euch, ihr kriegt Mana dazu, ihr seid, habt Rüstung, ihr seid mehr tankige und ihr lauft schneller. Was wollt ihr mehr? Weil, ihr habt gesehen, ihr lauft mit Singed wirklich die ganze Zeit. Ihr seid mit Singed nur am Laufen. Das ist auch der Grund, warum ich Ghost Exhaust benutze. Ihr könnt auch Ghost Ignite oder Ghost Flash benutzen, das funktioniert alles. Aber ich habe mir in diesem Fall halt Ghost Exhaust ausgesucht. Auch aus dem Grund heraus, dass ich unserem Supporter gesagt habe, er soll hier Ignite mitnehmen. Sieht man vielleicht links am Rand. Und so habe ich das mittlerweile mir angefangen. Übrigens hier habe ich die Kamera kurz getrollt. Da wollte ich den Bluebuff stehlen. Und zwar... Es ist so, dass ich mittlerweile als Supporter durch ein paar Ranked Gains und sonst was Ignite auch mitnehme. Das kennt man vielleicht aus der LCS, das kennt man vielleicht aus Streams oder sonst woher. Auf jeden Fall nehme ich als Supporter mittlerweile Ignite mit anstatt Exhaust. Wenn unser AD Carry das Shield dabei hat. Hat unser AD Carry Clans dabei? Nehme ich meistens Exhaust.
Denn Clans nimmt man eigentlich nur mit, wenn man einen Stun erwartet. Und wenn man einen Stun erwartet, dann oder einen Slow erwartet, dann erwartet man auch, dass die Gegner auf einen selbst engagen. Und um dem eben entgegenzuwirken, kann man eben ganz, ganz cool da dann, ich sag jetzt mal, Hallo Nasus, mitten in unserem Team, wird rumgeflippt wie ein Bär. Der ist weg, aber den kriegen wir. Ne, kriegen wir nicht. Ich mag den aber kriegen. Twisted kriegt hier relativ viel Damage und jetzt seht ihr es, sie rennen hinterher. Ganz, ganz doof. Ganz, ganz doof, das macht man nicht. Und Flip. Gift an und tot. Naja, alles in allem, es ist dadurch, es ist immer gut, ein Exhaust im Team zu haben. Das heißt, wenn ihr jetzt auch ein Duo-Ranked oder ein Solo-Ranked, ganz, ganz nebenbei, wenn ihr seht, euer Supporter hat Ignite dabei, nehmt auf die Top-Lane Exhaust mit. Oder nehmt als alle Carry Exhaust mit. Oder eben das Shield und hofft, dass jemand anders Exhaust mitnimmt. Ein Exhaust im Team ist immer nice. In diesem Fall wäre es halt für den Ezreal oder für den Lee Sin. Teilweise auch für den Slow, also das heißt für Katarina oder für Katarina eher weniger. Aber so für Twisted ist auch nicht schlecht und für Nasus auch, damit er mehr Damage frisst. So, aber alles in allem ist es halt wirklich, ich sag mal, wichtig und gut, dass ihr wirklich ein Exhaust im Team habt. Wie gesagt, ihr könnt auch mit Ignite arbeiten, das funktioniert natürlich mit eurem Gift noch besser. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen spät auf dem Weg zu einem. Mir fehlt der Name. Einem. Ja, Stab der Zeitalter. Und mit diesem Stab der Zeitalter, hier könnte ich das Gift eigentlich anmachen und könnte weiter mit dem Gift rumrennen. Vor allem, wenn ich die Ulti anhabe. Mit diesem Stab der Zeitalter kann ich halt sehr, sehr schön, finde ich persönlich, farmen an sich. Da hätte ich warten müssen mit dem Flip, bis er seine Ulti zieht. Aber naja, egal. Im Stab der Zeitalter habt ihr eben AP, weil eure ganzen Skills skalieren auf AP. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber es ist da. Und dazu habt ihr dann noch den Punkt, ihr habt mehr Leben. Das heißt, ihr bekommt Leben durch den Stab des Zeitalters. Und ihr bekommt Mana, wodurch ihr wieder Leben bekommt. Mana ist für Singed relativ wichtig wegen dem Gift. Ihr seht, man hat es praktisch dauernd an. Deswegen hole ich mir auch Stab des Seraphim, weil es 1000 Mana dazu gibt. Und da kommen alle nach oben. Cool, er hat die Karte verkackt. Ich versuche jetzt hier irgendwie gerade noch die in mein Gift reinzukriegen. Und jetzt werdet ihr sehen, wie viel Damage dieses Gift drücken kann. Ihr seht, sie laufen mir alle hinterher und ihr seht, wie viel Damage sie kriegen. Und während sie weiter hinterherlaufen, werden sie noch lower und lower und lower. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert, wenn ihr einem Singed zu lange hinterherläuft. Euer Team fängt an, ihn von hinten abzusnacken. Die Gegner. Flak, tot. So. Und wenn euer Team wirklich die Gegner absnackt, weil sie eben so wenig, ich sag mal, Lebenspunkte haben. Klack. Dreifachtötung von Ivulibär. Damit hat er sich wieder hochgearbeitet. Sehr, sehr nice. Wenn ihr wirklich diesen Vorteil habt, dass die Gegner euch immer hinterherrennen und ihr wirklich sowas habt, solche dummen Gegner an sich, sag ich mal, kann euer Team nach ein paar, also ihr könnt sie halt gezielt in eine Falle reinlocken, weil sie sehen euer Gift, sie wissen, wo ihr langgelaufen seid, sie können auch wunderbar euch hinterherlaufen, aber alles in allem bringt es ihnen gar nichts. Sie werden immer lauer, immer lauer, immer lauer. Und selbst wenn sie euch erreichen, ist das Gift immer noch da. Und wenn die Gegner schwach genug sind, könnt ihr euch auch umdrehen und sie töten einfach. Einfach nochmal hinter euch flippen, wieder weglaufen, Ulti anmachen und ein bisschen draufhauen, wenn es sein muss. Aber ich finde es persönlich extremst cool. Also, ich weiß nicht, Singed gefällt mir unglaublich gut.
Ja, krass, wie. Also man muss ehrlich sagen, die Gegner hier haben eine sehr, sehr gute Map Vision. Das heißt, sie haben sehr viele Wards, zumindest auf der Bottom-Seite. Nasus hat, glaube ich, nicht. Doch, er hat zwei Wards gestellt. Zwei Wards hat er gestellt. Und habe ich Ulti? Nee, erst ein paar Sekunden. Und kriege ich irgendwie geflippt? Nein. Verdammt. Kriege ich dich geflippt? Nein, kriege ich dich. Ich krieg die geflippt. Die kriege ich geflippt. Tot. So. Kriege ich dich geflippt? Nein, ich kriege dich aber exhausted. Okay. Ja, wie gesagt, ihr seid mit Zinscht halt. Ich weiß, was passiert. Das ist gar nicht gut, was jetzt passiert. Sowohl Woolybear als auch ich sind Half-Life. Ich habe zwar meine Ulti am Laufen. Aber das ist jetzt. Und hier dachte ich, okay, rein. Das Problem ist, ich habe meinen Flip verkackt. Woolybear geht zu weit rein, wird direkt niedergeburstet. Und danach dachte ich mir, okay, muss man aus der Situation noch was machen. Ich laufe nach oben, krieg aber nicht mit, dass der Tower mich die ganze Zeit attackiert und bin tot. Karma müsste hier noch wegkommen vor dem Nasus. Aber unten haben wir halt wirklich 2-0 getradet. Das war halt nicht gut. 3-0. 4-0. Keine gute Aktion. Überhaupt nicht. Also, da war ich auch überhaupt nicht begeistert. Da haben wir wirklich Scheiße gebaut. Sage ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich gesagt. Naja, aber das passiert. Wir liegen immer noch 5 Kills hinten, aber wie man sieht, 3000 Gold vorne. Wir haben 4 Tower, sie haben einen. Oben mein Tower ist nicht mal angekratzt. Oh stimmt, sie kriegen 2 Tower. Karma! Karma! We trust so much in you. Or not. So. An für sich. Die Gegner hier, ich sag mal, relativ im Spiel. Ich meine, man sieht ja nicht, wie stark man im Gold hinten dran liegt oder wie stark man vorne dran liegt. Das sieht man ja einfach nicht. Die Ulti wurde jetzt nur gemacht, damit man sieht, ob wir unten gegenkommen. Aber nein. Wie gesagt, man sieht nicht, wie stark man im Gold vorne liegt oder hinten liegt oder wer jetzt gerade im Goldvorsprung ist. Es zählt natürlich irgendwo auch, wie viele Leute man getötet hat. Ja? Aber ihr seht an diesem Beispiel ganz schön, wir sind 2400 Gold im Vorsprung. Selbst wenn unsere Gegner 5 Kills mehr haben. Und 5 ist jetzt eine relativ große Zahl, in meinen Augen. Weil eigentlich sind das 1500 Gold gewesen. Aber man unterschätzt oft die Global Golds. Das heißt, man unterschätzt oft Dragon. Man unterschätzt oft die Türme, wie viel Geld sie doch geben. Gift an. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt überlebe. Katharina kriegt halt hier übelst viel Damage von mir. Und ihr seht, wieder diese Cinch-Taktik. Hinter den Tower laufen, dort farmen. Hier habe ich ganz kurz gesehen, dass sie sich backportet. Und dadurch konnte ich jetzt flip. Und sie entkommt leider. Aber dadurch kann ich halt wirklich, ich kann den Nasus wirklich vom Backpot abhalten, indem ich einfach nur immer wieder eine Minion Wave an ihn ranführe. Und der einfach nicht weg kann. So, und sobald er back, wirklich back geht und back ist, hat er das Problem, dass ich seinen Tower einpushen werde. Na gut, nicht ich persönlich, sondern eigentlich die Minions. Weil mit Zinscht arbeiten die Minions für euch. Was jetzt kein Grund ist, eine Standarte zu kaufen. Oder eine früher eben befördern mitzunehmen oder so. Nee, so ist es nicht. Hier habe ich mir jetzt gedacht, okay, gehe ich back und sage dem Woolybear doch bitte mal, er soll doch bitte noch einen einzigen Hit auf diesen Tower landen.
Weil ein einziger Hit würde bedeuten, der Tower geht down. Es gibt natürlich, Singed ist, war früher auch immer bekannt als ein Troll-Charakter. Ein Troll-Champion. Es gibt Item-Builds, in denen ihr ein... Wie heißt es? Hier. Gulais-Kristall-Zepter seht, um mit dem Gift zu slowen. Es gibt sogar Item-Builds, wo ihr sowas drin seht wie Lifesteal. Das heißt, in dieser Richtung, übrigens, Umarmung des Seraphim. Um mehr Shield und mehr Leben zu haben, um länger im Teamfight zu sein. Uhu. Und noch mehr von unserem Mana zu profitieren. Weil jetzt kriegen wir für das Mana, das wir haben, nicht nur Leben, sondern wir bekommen auch noch AP dabei dafür. Also sehr, sehr gut, sehr, sehr krass. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, es ist wirklich so, mit Singed kann man so viel rumtrollen. Das ist wirklich krass. Singed geht auch im Jungle, muss ich dabei sagen. Habe ich auch schon gespielt. Singed Jungle ist relativ interessant, sag ich mal. Weil ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, den Jungle-Monstern dann so wegzulaufen. Und eure Ganks sind auch nicht die härtesten. Dabei ist es bei Jungle Singed dann so, dass man schon ganz gut mit eben Rulyce zum Beispiel arbeiten kann. So. Neue Methodik, die sich mittlerweile bei mir zum Beispiel entwickelt hat, ist, dass ich als Last Item für Singed, viele Leute würden sagen, okay, Last Item Singed, Warmogs, irgendwas in dieser Richtung, irgendwas, was viel Leben gibt. Ich gehe mittlerweile als Last Item auf Singed, da ich so einen Mix aus Off-Tank, Death-Tank und gar kein Tank, sondern AP spiele. Das wird böse. Oh, Ulti gezogen. Unser Team konnte derzeit guten Drachen machen. Ich mache so einen Mix aus viel Mana, viel Lebenspunkte, viel AP und ein paar Resistenzen. Ja. Ich hole mir das Sonjas mit ihm. Weil das einfach immer cool ist, wenn ihr in den Gegnern reinlauft. In die Gegner. Oh Gott, mein Deutsch. In die Gegner reinlauft. Sie fangen an, euch zu fokussen. Weil man will einen Singed nicht in seinen Reihen laufen haben. Das ist das Letzte, was man will. Das ist tödlich. Ihr seht, wie viel das Gift abzieht. Das ist tödlich. So, aber sie können euch nicht richtig fokussen, weil ihr seid ja auch irgendwo tankig. So, ihr habt Resistenzen. Das heißt, ihr habt Rüstung, ihr habt Magieresistenz, ihr habt Lebenspunkte. Auch nicht zuletzt durch eure Passive, durch das Mana. Und wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, eben das Sonjas zu holen, übrigens Höllenzepter, auch genau für diese Strategie. Nicht nur, weil ich mittlerweile in letzter Zeit diese Höllenzepter und Sonnenfeuerumhang-Kombo so lieben gelernt habe, sondern auch, weil ihr mit dem Gift auch in den Teamfights nachher in den Teams drinsteht, in den Gegnern drinsteht. So. Aber wie gesagt, ich hole mir Sonjas, weil ihr rennt wirklich rein, alle fangen an, euch zu fokussen, ihr drückt Ulti, drückt Gift und macht euch ein Sonjas. In dem Moment habt ihr wirklich den großen Vor- bzw. Nachteil. Übrigens hier Gift. Keine Chance mehr zu entkommen. Auch wenn er wirklich noch viel Damage an mir zieht, das muss man echt sagen. Also der Twisted, der ist gefährlich. Ich meine, gut, er steht auch 12-7. Unser Bester steht 9-7, das ist der Woolybär. 8-5 für uns. 3-4 für die Karma. 4-5 für die Caitlyn und 2-7 für den Taric. Wie gesagt, also ich finde, es ist mit Singed halt auch wichtig, dass was ich auch die ganze Zeit mache, was ihr vielleicht mitgekriegt habt. In den Teamfights, wenn wirklich ein Teamfight da ist, bin ich da. Da muss euer Team auch mitspielen. Sie müssen euch sagen, wann sie fighten wollen. Wenn euer Team irgendwann nicht fighten will oder ihr gerade zu wenig Leben habt, dafür. Dann bringt das nicht viel. Aber an für sich Split pushen. Das ist das, was ein Singed tut und das, was ein Singed gut tut und gerne tut. Ja? Weil ihr habt einen Free Farm, ihr habt Farm ohne Ende. Ihr seht, ich bin bei 269 Farm. Ja? Also bei 40 Minuten 300 Farm ist eigentlich schon relativ wenig. Für einen Singed, da habe ich schon mehr geschafft. Also wesentlich mehr.
Hallo. Da habe ich schon mehr geschafft. Und auch wesentlich mehr gehabt. Schon. Aber nun ja. Da, wie gesagt, immer schön weglaufen und versuchen, diesen Karten auszuweichen. Diese Kuhkarten von ihm machen halt übel Sinn. Und trifft mich. Machen halt schon selbst an uns noch relativ Damage. Übrigens, ganz nebenbei, ihr seht, was ich letztes Mal gesagt habe mit dem Off-Tank und Tank, dass wir diese Doppel-Tank-Kombination, dass der eine relativ off-tankig geht, was im Moment ich bin, dass wir das schon wieder haben. Ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr schön zu spielen. Dieses doppelte Tank. Weil Wulibär geht hier voll auf Leben. Das wusste ich, weil ich kenne das Wulibär-Bild, weil das ist genau das Wulibär-Bild, was ich auch benutze. Und flip sie doch. Ach Mann, ich konnte sie nicht mehr flippen. Und in die Gegner reinlaufen. Und wieder rauslaufen. Gift verteilen. Wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt mal die Sanyas aktivieren können, aber ich hatte noch kein Sanyas. Das wirft uns jetzt nicht unbedingt weit nach hinten, aber das tut halt schon weh, wenn die Gegner so auf einmal wieder rauskommen, weil wir waren kurzzeitig in den Kills vorne. Wir haben zwar die ganze Zeit den Gold Lead, aber wir waren halt kurzzeitig in den Kills vorne. Das war halt ärgerlich. Das ist halt ärgerlich, wenn sowas passiert. 29:31. Okay, 6000 Gold Vorsprung. Ihr seht oben die Minions pushen. Hier versucht der Twisted jetzt was zu machen. Bär kann ihn gerade nicht flippen. Aber Bär müsste ihn hier töten können. Und jetzt müsste Flip auch wieder ready sein gleich. Und Flip. Und da tötet der Bär. Once again. Alter, 12-7. Das ist eine gute KD für einen Bär. Ach, 13-7. Den kriegt er nämlich locker. Dürfte sie locker kriegen. Müsste ihre Passive sogar noch haben? Nee, gerade nicht. Egal. Gut, wir haben alles eingepusht. Und ihr seht, ich bin auf dem Weg zum Sonjas. Ich habe jetzt schon 370 AP. Und davon gehen etwa... Oh, gut was in den Kuh rein. Es gibt auch Leute, die statt dem Sonjas auf die Rabadons gehen. Also wie gesagt, das letzte Item, also das, die letzten beiden Item von Singed. Also Sonnenfeuerumhang, Stab des Seraphim, Schuhe und Stab der Zeitalter sind Pflicht. Aber an für sich, ab dann ist es relativ egal. Weil ab dann seid ihr so tankig und so in der Masse drin, dass ihr praktisch alles, was ihr tut, ja. Das heißt, ihr könnt Rabadons und, wie heißt das Scheißbuch nochmal? Flippt und weggeflippt und da hat sie trotzdem recht. Dieses Scheißbuch Wille der Uralten. Wille der Uralten Rabadons. Die Gegner werden geslowt und ihr bekommt Leben dabei ohne Ende. Kann man machen. Kann man machen. Kann man alles tun. Nur Warmogs und was weiß ich. Ja? Kann man alles machen. Ist ziemlich cool, wie gesagt. Übrigens 3 Blue Buffs. Ja, wir haben jetzt gerade 3 Blue Buffs. Wollte ich nur kurz angemerkt haben, dass sowas auch funktioniert. Obwohl es nur 2 Blue Buffs auf der Map gibt, aber durch dieses Hin und Her Switchen wird das natürlich immer wieder ein bisschen anders gemacht. Ja. Hier keine Chance für die. Klack. Ah, er wurde nicht mehr geflippt. Der Flip ist nicht durchgekommen. Und hier habe ich noch das Gift drauf getan. Und das ist der Nasus. Nasus. Boom, was ein Slow Boost. Flip ihn, flip ihn. Dann flip ich ihn. Und Double Flip. Da hat man es schön gesehen. Das ist auch eine coole Kombination mit Wulibär und Singed. Einfach dieser Double Flip. Und hier sage ich einfach nur meinem Team auf den Tower. Wie gesagt, ich bin tanky genug, um den zu tanken. Wulibär ist ebenfalls tankig. Wir haben praktisch wieder diese Off-Tank-Tank-Kombination. Auch wenn ich diesmal nicht den Off-Tank, nicht den Tank, wie in dem Udyr-Spiel mache, was ich weiß gar nicht, ob es hier vollkommen ist. Ich glaube schon. Aber ich mache halt den Off-Tank in diesem Fall. So. Katharina ist noch da, aber Katharina ist keine große Herausforderung für uns. Wir machen jetzt die Inhibitoren platt. Und noch ein Inhibitor platt.
Und ich porte mich jetzt back. Mein Team beendet das jetzt und ich versuche jetzt noch ganz schnell das Sonjas zu kaufen, um Fullbild zu sein für euch, damit ihr das volle Bild seht. Ihr habt gesehen, jawohl, das ist Sonjas. Uhu! Ihr habt gesehen, wie ich Singed spiele, wie ich Singed aufgebaut habe, wie ich die Items, welche Reihenfolge ich kaufe, wie ich skille. Also Q, dann habe ich den Slow geskillt und dann erst den Flip. Weil der Slow halt gegen den Nasus sehr, sehr wichtig war. Da könnt ihr aussuchen, ob ihr den Flip oder den Slow haben wollt. Das ist gehüpft wie gesprungen oder geflippt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blacksheath. Ciao, ciao.